Hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend, liebe Leute, beim dritten Dienstagswebinar von der Gruppe Grow Independent von Kraftfabrik. Und heute geht's, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, um DSGVO Teil 3, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Das ist unser Thema heute und wir hatten schon im Rahmen dieser ganzen Geschichte, was ist die DSGVO, eben das erste Webinar, worum geht's, das zweite Google Analytics, letzte Woche und diese Woche das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Wir haben das wieder aufgeteilt in mehrere Bereiche und zwar als erstes, was ist das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, dann warum gibt es das und was muss dort hinein, beziehungsweise warum müssen die Daten dort hinein und wie kommen die dort hinein. Und danach gibt es noch einen weiteren Teil, nämlich weitere Schritte, was kommt als nächstes, was steht bei uns weiter am Programm. Also, wer sind wir? Natalia Dzsadosz-Hammerschmidt, meine wundervolle Ehefrau und Geschäftspartnerin, ist für die Trainingsentwicklung, die Recherche, die Analyse, die Planung und das Management, was jetzt da einfach sehr schnell heruntergesagt wird, aber enorm viel Arbeit ist, zuständig. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, weil ohne sie auch diese Webinare zum Beispiel überhaupt nicht stattfinden würden, weil ich selbst mit der Kursproduktion und mit der Betreuung unserer Kursteilnehmer so vereinnahmt bin, dass ich überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und mein Name ist Alexander Hammerschmidt. Ich bin auch für die Trainingsentwicklung und Umsetzung, für die Technik, so dass zum Beispiel diese Webinare stattfinden können, für den Code, für Grafik, Audio und Video zuständig. Also starten wir hinein mit, was musst du verzeichnen als Datenverantwortlicher? Weil es ist hier sehr wichtig, es gibt zwei unterschiedliche Verzeichnisse, also Verarbeitungsverzeichnisse, also Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten, nämlich als Datenverantwortlicher und als Datenverarbeitender. Und wir betrachten das alles von unserem Standpunkt, also von dem von Kraftfabrik. Wir sind Datenverantwortliche und nicht Datenverarbeitende, weil alle Datenverarbeiter lagern wir aus, also wir lagern all diese Dinge aus, dass wer andere für uns die Verarbeitung übernimmt. Und das wird bei den meisten Bloggern und Online-Workern genauso sein und daher beziehen wir uns hier strikt auf das Verzeichnis der Datenverantwortlichen. Also, was muss verzeichnet werden? Der Verantwortliche muss ein Verzeichnis über alle Verarbeitungstätigkeiten in seiner Zuständigkeit liegen führen und genau dieses Verzeichnis hat eben Folgendes zu enthalten, und zwar den Namen und deine Kontaktdaten, klarerweise. Dann den Zweck der Datenverarbeitung. Die Rechtsgrundlage für den Datenverarbeitungszweck, weil es ja nicht einfach so erlaubt ist, Daten aufzunehmen, das könnte ich jetzt brauchen, sondern du brauchst eine Rechtsgrundlage, warum du das überhaupt machen darfst. Das ist momentan empfohlen, das hineinzugeben. Es könnte ja passieren, dass das irgendwann Gesetz wird. Und das sind natürlich auch alles unsere Verantwortlichkeiten, dass wir wissen, was Gesetz ist. Also man braucht zum Beispiel eine Einwilligung, dass man Daten aufnehmen darf oder ein berechtigtes Interesse. Online-Marketing wäre zum Beispiel ein berechtigtes Interesse. Also wenn ihr auf unsere Seite kommt, haben wir ein berechtigtes Interesse daran, euch später zum Beispiel in Facebook Werbung zu zeigen oder Retargeting zu betreiben und dafür auch eure IP-Adressen zu einem gewissen Grad aufzunehmen, also über unsere datenverarbeitenden Partner, wie zum Beispiel Facebook mit dem Facebook Pixel und Google Analytics mit dem Google Analytics Cookie. Also über Cookies ist das ja nach wie vor erlaubt und solange man ein Opt-out bietet, auch rechtskonform. Zumindest ist das, was wir für uns herausgefunden haben und so wie es bei uns in der im Datenschutz drinnen steht. Und derzeit gibt es hierzu meines Wissens oder unseres Wissens nach auch noch keine
weitere Geschichte. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, das ist dann die E-Privacy-Verordnung. So, dann gibt es die Kategorien betroffener Personen, also wen das Ganze trifft, und die Kategorien der personenbezogenen Daten. Also all diese Dinge gehören kategorisiert und die müssen kategorisiert da hineingeschrieben werden. Ich zeige euch das gleich anhand unserer Vorlage. Dann die Offenlegung von personenbezogenen Daten und die Empfänger eben dieser personenbezogenen Daten. Also das muss alles dokumentiert und offengelegt werden, an wen was geht und welche Daten es sind. Dann Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, so wie zum Beispiel in die USA. Also wenn du sagst, du arbeitest mit Google Analytics, dann kommen die Daten eben in die USA. Und du musst auch die Angaben über das Drittland bzw. der Organisation dokumentieren und eventuell geeignete Garantien dokumentieren, wie zum Beispiel das EU-US Privacy Shield. Das wäre so eine geeignete Garantie, die mitdokumentiert werden muss. Also wenn du sagst, so wie wir arbeiten mit ActiveCampaign, dann muss das auch hineingeschrieben werden. Zusätzlich die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien, je nach Möglichkeit. Es wird nicht jedem möglich sein, diese Fristen anzugeben, weil wir zum Beispiel nicht wissen, wie lange hält Google zum Beispiel Cookies auf, beziehungsweise Datensätze, wie lange behalten die das? Das wissen wir nicht, das können wir auch nicht angeben, aber wir können das über unsere Datensätze angeben. Also wenn Leute sich bei uns im Member-Bereich einloggen, können wir sehr wohl angeben, wie lange wir die Daten von den Leuten aufbehalten, und das müssen wir auch. Und zusätzlich noch die Beschreibung der Datensicherheitsmaßnahmen. Also was machen wir dafür, dass Datensicherheit gewährleistet ist? Also wir können ja nicht einfach unsere Daten auf einem Server lagern oder irgendwo lagern, wo mehrere Menschen einfach Zugriff hätten. Das bedeutet, wir müssen irgendwelche Dinge tun, damit wir das sichern. So wie zum Beispiel Passwörter, die werden natürlich bei uns am Server gespeichert und diese Passwörter müssen entsprechend verschlüsselt sein, beispielsweise. Wir haben eine 256-Bit-Verschlüsselung und dadurch ist das eine wunderbare Geschichte, weil das relativ sicher ist. Diese Dinge müssen eben mitdokumentiert werden und gehören in dieses Verzeichnis hinein. Dann, was auch Datensicherheit wäre, wäre eben die Fähigkeit und die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme, die man verwendet. Also man muss gewährleisten, dass die Daten wirklich sicher verwaltet werden. Das ist insbesondere wichtig bei Dingen, die man selbst aufbaut. Also wenn du eigene Plugins hast, zum Beispiel, die du selbst gemacht hast, dann musst du einfach gewährleisten, dass das dementsprechend sicher arbeitet, das Ganze. Und zusätzlich muss zur Datensicherheit auch ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung dokumentiert werden. Also, du musst regelmäßig überprüfen, ob dein Sicherheitssystem noch immer sicher ist oder ob das zum Beispiel schon obsolet geworden ist, weil die Technik weiter fortgeschritten ist und mittlerweile jeder Hacker in der ersten Hackerstunde sozusagen dein System cracken kann. Also diese Dinge sind sehr wichtig. Und Datensparsamkeit ist selbstverständlich wieder das Schlagwort der Stunde. Also gerade wenn du beginnst, so ein Ding aufzubauen, so ein Verzeichnis aufzubauen, stellt sich natürlich die Frage, muss ich diese ganzen Daten wirklich abspeichern? Brauche ich die tatsächlich? Muss ich sie erheben? Und kann ich vielleicht meine Plugins durch andere Plugins ersetzen, die weniger Daten ziehen? Das wäre eine Möglichkeit. Genau, dann der nächste Teil sind die Pflichten gegenüber der Behörde. Was sind unsere Pflichten, wenn die Behörde nach einem Verzeichnis fragt, müssen wir als Betreiber, als
verarbeitende, jetzt habe ich den Faden verloren, müssen wir als Firma, als Datenverarbeitende, die das Verzeichnis aushändigen können und vorlegen können. Und dann kommen wir auch zur Form des Verzeichnisses, das ist das Wie, also eben, Entschuldigung, das Warum sind unsere Pflichten, wir müssen das auslegen können und das Wie ist die Form des Verzeichnisses. Das Ganze kann schriftlich, auch elektronisch erfolgen und der Inhalt des Ganzen ist eben ein Stammdatenblatt, eine Datenverarbeitungen, also die Dokumentation der Datenverarbeitungen bzw. der Datenverarbeitungszwecke, Detailangaben zu den einzelnen Datenverarbeitungszwecken, allgemeine Beschreibung organisatorisch-technischer Maßnahmen. Und das Ganze sieht bei uns jetzt so aus, das ist einfach ein Word-File und wir haben hier eben als Verantwortliche diesen Vertrag, also dieses Verzeichnis aufgesetzt. Wenn du nicht Verantwortlicher, sondern Verarbeiter bist, dann steht hier Verarbeiter. So, und hier herinnen haben wir diese vier Punkte. Das ist der Hauptinhalt und dann natürlich das Stammdatenblatt. Klar, Name und Anschrift, Kontaktdaten selbstverständlich, Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. Ab einer gewissen Größe muss deine Firma einen Datenschutzbeauftragten haben und der würde dann hier hereingeschrieben werden. In diesem Fall, bei uns ist es obsolet, wir sind Datenschutzbeauftragt und wir sind auch die Kontakte für die Behörde. All das muss hier dokumentiert werden. Dann sind wir bei B, dem, also wir sind ja ziemlich schnell durchgesprungen, B, den Datenverarbeitungen und den Datenverarbeitungszwecken. Was gehört da hinein? Die Zwecke und Beschreibung der Datenverarbeitung, wie zum Beispiel das Rechnungswesen und die Geschäftsabwicklung oder Personalverwaltung, Marketing, Webanalyse, Kontaktaufnahmen, Verkauf und so weiter. Und ob schon eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt wurde. Da werden jetzt auch wieder alle sagen, what? Wieso sollen wir das machen? Im Normalfall musst du das nicht machen, wenn du keine Bank bist oder wenn du keine hochsensiblen Daten hast, die tatsächlich jemanden schaden können, wenn die in die Hände von wem anderen fallen, mit so Fingerabdrücke und solche Dinge. Wenn du solche Daten nicht sammelst, dann ist das kein Problem. Also wir haben zum Beispiel hier, wenn wir hier bei Punkt B, Datenverarbeitungen, Datenverarbeitungszwecke hereinschauen. Das ist einfach ein Excel-Sheet, was hier verknüpft ist, also eine Excel-Tabelle. Und in diese schreiben wir dann alle Dinge hinein, die eben hier hereinkommen. Und da gibt es eben die Nummer, also das ist mal der Posten sozusagen. Dann die Datenverarbeitung, Webanalyse. Und den Datenverarbeitungszweck, das wäre nun eben die Analyse der Reichweite und Verweildauer der Website-Besucher. Darunter der nächste Teil eben das Online-Marketing, werbliche Maßnahmen zum Verkauf der angebotenen Produkte und Aufbau des Brand Awareness. Ah, wir haben da noch ein paar Rechtschreibfehler. Dann das dritte, Mitgliederbereich, Trainingsplattform zur Auslieferung der angebotenen Produkte und so weiter und so fort. Du kannst dir schon vorstellen, dieses Ding kann ziemlich lang werden und genau das soll's nicht. Also mach's so kurz wie möglich und schau, dass du deine Seite zusammenschrumpfst auf das Allernotwendigste. Dann muss hier auch nicht viel drinnen stehen, aber dann hast du auch nicht viel, was du verarbeiten musst und mit dokumentieren musst. Aber eben, das kann relativ lang werden und das wird auch sehr schnell sehr lang. Also es wird wenig Leute geben, wo nur ein Punkt dasteht, weil ja. Weil einfach durch so eine Website allein schon mehrere Datensätze gezogen werden. Dann wurde eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt? Nein, in unserem Fall nicht, weil bei unserer Datenverarbeitung kein hohes Risiko für die Rechte der Betroffenen besteht oder passieren wird. Selbst wenn die Daten verloren gehen würden, hätten die Leute halt dann E-Mail-Adressen, Namen und vielleicht IP-Adressen, aber und im besten Fall noch ein Passwort und sie könnten kostenlos den Kurs machen oder alle Kurse von uns besuchen. Aber das ist jetzt nichts, wo Menschen
unfassbaren Schaden erleiden würden. Ganz anders wären Kreditkartendaten zum Beispiel oder ein Fingerabdruck oder so. Das wären natürlich andere Dinge. Dann kommen wir zu den, ich muss hier immer ein bisschen herumswitchen, zu den Detailangaben zu den einzelnen Datenverarbeitungszwecken. Also das ist dann der nächste Bereich. Es wird sozusagen begonnen mit dem Groben. Also wir teilen hier grob ein und was alles zu tun ist. Und danach kommen wir zu den Detailangaben und werden immer kleiner. Und innerhalb dieser Detailangaben gibt es die Kategorien der betroffenen Personen, dann die Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung. Wie schon ganz am Anfang erwähnt, es ist notwendig, dass du eine Rechtsgrundlage hast, sonst darfst du eben keine Daten ziehen und keine Daten sammeln, weil das ja Eigentum der Menschen ist. Dann die Verträge, Zustimmungserklärungen oder sonstige Unterlagen. Klar, also wenn wir mit Google Analytics arbeiten, brauchen wir einen Vertrag, der zwischen uns und Google Analytics klärt, dass wir sie beauftragen, als Datenverarbeiter für uns in Kraft zu treten und die Daten, die von uns kommen, zu verarbeiten. Genauso unser Hoster, wir brauchen natürlich mit dem einen Vertrag, dass die eben diese Daten verarbeiten. Zustimmungserklärungen. Wer zum Beispiel eine Zustimmungserklärung wäre etwas, wenn ich jemanden habe, der sich zu einem Newsletter einträgt und diese berühmt-berüchtigte Checkbox, die immer wichtiger wird, anklickt, dann muss ich genau das abspeichern. Das ist nämlich eine Zustimmungserklärung, dass derjenige zustimmt, dass wir seine Daten an die Firma ActiveCampaign weiterleiten und so weiter und so fort. Diese Dinge müssen abgespeichert und auch abgelegt werden, wo das Ganze ist, wo diese Datensätze liegen auf unserem Server, was das für Datensätze sind, die genau das dokumentieren. Weil ich kann ja nicht einfach nur sagen, ja, der hat eh zugestimmt, sondern nein, ich brauche einen Datensatz mit einer IP-Adresse, mit einem genauen Zeitstempel, mit einer E-Mail-Adresse, am besten noch mit einem Namen. Aber es muss nicht sein, es reicht auch die E-Mail-Adresse beim Newsletter. Aber ich brauche diesen Zeitstempel und diese Bestätigung, dass derjenige aktiv dieses Kästchen angeklickt und dann abgeschickt hat. Genau so etwas wäre eine Zustimmungserklärung. Dann die Kategorien der verarbeitenden Daten und Löschungs- bzw. Aufbewahrungsfristen. Löschungs- und Aufbewahrungsfristen sind auch ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, darüber haben sich noch sehr wenig Leute Gedanken gemacht. Also es gibt zwar Caching-Plugins zum Beispiel, die die Datenbank aufräumen, aber eben, was räumen die dort auf und dürfen die das einfach so aufräumen oder darf ich einfach so ein Plugin verwenden und auf Löschen klicken? Genau das sind Dinge, über die du dir in Zukunft Gedanken machen musst, zumindest einmal im Rahmen dieses Datenverarbeitungsverzeichnisses. Wann machst du Löschungen und wie lang hebst du Daten auf? Wir haben noch nicht tief gegraben, aber wir haben bisher auch noch keine Fristen gefunden, die gewährleistet werden müssen. Also da werden wir noch sehen, wie es da weitergeht. Wir können da in der Gruppe noch ein bisschen drüber diskutieren. Vielleicht weiß ja jemand was von euch. Das wäre ein interessanter Punkt. Ich kann es euch nur von der Architektur sagen. Wir haben in der Architektur 25 Jahre Gewährleistung auf ein Projekt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die Pläne und alle Unterlagen eines Bauprojekts so lange aufheben müssen. Was dann wieder erklärt, wieso es so etwas wie Archive gibt. Dann Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten offengelegt werden. Genau. Schauen wir uns das hier im Detail an. Wir haben eben die Detailangaben zu Webanalyse hier als Beispiel. Das ist wieder die Nummer 1. Personenkategorie ist Kunden. Und die Beschreibung sind Website-Besucher, Leser, Mitglieder der Trainingsplattform, Online-Shop-Besucher. Die Rechtsgrundlage ist berechtigtes Interesse, also laut DSGVO. Also wir melden berechtigtes Interesse an, diese Leute zu analysieren, als diesen
den Traffic zu analysieren sozusagen und um denen bessere Angebote zukommen lassen zu können. Und um genauer zu wissen, okay, was interessiert die Leute, was lesen die Leute, weil wenn wir wissen, die Leute lesen unsere Blogbeiträge nicht, na, dann schreiben wir andere Blogbeiträge. Ne? So, Verträge mit, also genau, die Verträge sind dann eben Verträge mit Auftragsverarbeiter, der ist dann abgelegt in unserem Ordner, dort und da und und dann ist eben die Frage, wann löschen wir das, beziehungsweise wie lange heben wir das auf, dieses ganze Ding. Dazu haben wir noch nichts, weil wir uns da eben selbst noch schlau machen müssen. Dann gibt es die Detailangaben zur Webanalyse. Also wir haben wieder hier oben die grobe Kategorie, also die Personenkategorie und dann die weiteren Detailangaben. Ihr bekommt diese ganzen Dinge, ich weiß nicht, ob die Natalia euch schon irgendwie dazu kommentiert hat, falls es Fragen gibt oder so, aber ihr bekommt diese ganzen Dinge bei uns in der Gruppe. Wir werden diese Vorlagen einfach hochladen. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, diese Vorlage ist von der Wirtschaftskammer Österreich erstellt worden. Also es ist ein relativ seriöses Ding. Wir haben das nicht alles selbst erfunden, sondern wir haben ausgewertet, so gut es ging. Und wir versuchen für euch einfach ein bisschen einfacher herzuzeigen. So, dann Detailangaben zu Webanalyse, Kategorien der verarbeiteten Daten und Löschungs- bzw. Aufführungsfristen. Und da herinnen haben wir eben die Kategorie der betroffenen Personengruppe, ist in dem Fall Kunden, also nämlich das, was hier steht. Dann die Datenkategorie ist die IP-Adresse, in diesem Fall ist sie strafrechtlich relevant? Nein, ist sie nicht. Google Analytics ist der Empfänger. Was hier richtigerweise hereingehört ist, die IP-Adresse ist pseudonymisiert, weil wir natürlich eine Anonymize IP schicken. Das bedeutet, sie ist pseudonymisiert. Also es ist nicht mehr die eigentliche IP-Adresse des Kunden, sondern nur mehr ein kleines Stück davon. Dann Löschungs- und Aufbewahrungsfristen. Genau, da müssen wir eben schauen. Wir wissen noch nicht genau, ob Google Analytics zum Beispiel hier Angaben macht oder ob wir das selbst hereinschreiben müssen. Aber dazu, wie gesagt, können wir vielleicht auch noch etwas herausbringen. So, dann die Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten offengelegt werden, inklusive der Auftragsverarbeitung, speziell bei Empfängern in Drittländern. Und in dem Fall eben zur Webanalyse, also wir sind noch immer in diesem ersten Punkt, Webanalyse, gibt es hier die Empfängerkategorie, das ist Google Analytics, dann den Drittstaat, das ist USA, internationale Organisation, da wäre jetzt zum Beispiel Facebook, das wäre eine internationale Organisation, soweit ich das im Kopf habe, weil die haben dann auch einen Server in Irland, oder? Natalia? Nein, bei Amazon zum Beispiel. Amazon wäre eine internationale Organisation mit einem Server in Irland. Das bedeutet, die deutschen Daten würden in Irland abgelegt werden und nicht in einem Drittstaat wie den USA. Also da müssten wir hier die Organisation angeben. Dann wieder der Vertrag mit Google Analytics abgelegt, wo also abgeschlossen, wo der abgelegt ist und das Zertifikat, also das EU-US Privacy Shield. Und diese Angaben müssen dann genauso wie alles andere, diese Detailangaben müssen dann für jeden Verarbeiter hier auch aufgeführt werden. Dann zu Online-Marketing, ein weiteres Beispiel. Wir haben hier eben wieder die Personenkategorie, die Beschreibung und so weiter und so fort. Das funktioniert genau gleich wie das Google Analytics, aber eben mit Online-Marketing. Und da kann man dann sagen, okay, das ist wieder die Kategorie, die Datenkategorien, die aufgenommen werden. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen mehr, weil wir die ja selbst aufnehmen. Also wir hätten hier Google Analytics, es kommt hier auch noch Facebook dazu, dann haben wir Active Campaign, bei denen wir diese Dinge weitergeben, damit wir unser E-Mail-Marketing zum Beispiel machen können. Ja? Und
Löschungs- und Aufbewahrungsfrist, genau, bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung, also bis derjenige sich austrägt aus dem Verteiler, beziehungsweise bis derjenige uns einen Löschungsantrag schickt. So, dann haben wir hier noch eben die letzte Angabe, genauso wie bei Google Analytics, zur Webanalyse, eben auch wieder die Empfängerkategorie, den Drittstaat, eventuelle internationale Organisation, den Vertrag und so weiter und so fort. Ihr seht schon, das muss man für all diese Felder separat einfügen und hier benutzen und dokumentieren. Dann Beschreibung der technisch-organisatorischen Maßnahmen, eben Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit, Pseudonymisierung und Verschlüsselung und die Evaluierungsmaßnahmen. Ich glaube, das hatten wir schon. Es ist so viel, ich habe hier so einen Haufen vor mir. So. Genau, nein, das passt. So, allgemeine Beschreibung der technisch-organisatorischen Maßnahmen. Also das letzte in diesem ganzen Feld ist dann der Bereich D. Und dort musst du ganz genau dokumentieren, wer hat aller Zugang. Also was machst du, damit der Schutz gewährleistet wird? Was sind die aktiven Barrieren, die du einbaust? Wie verschlüsselst du die ganzen Sachen? Wie schaust du, dass zugegriffen werden kann, beziehungsweise eben nicht zugegriffen werden kann? So, ich muss mich da jetzt ganz kurz. Neu orientieren. Entschuldigung. Genau, also beim ersten, bei der Vertraulichkeit ist natürlich notwendig, dass man das verhindert oder dass unbeabsichtigte Offenlegung oder unbefugtes Zutreten von anderen Personen unmöglich gemacht wird oder verhindert wird. Klarerweise gegen einen böswilligen Hackerangriff kann man sich nur bedingt schützen. Das wäre genauso wie zu sagen, ja, du musst, wenn du ein Geschäft hast, schauen, dass niemals jemand einbricht. Wenn ein Profi einbrechen will und das tut, dann ist das eine ganz andere Sache, weil das fällt unter Kriminalität. Aber das, was notwendig ist, ist, dass du eben schaust, dass dein Geschäft zugesperrt ist. Das ist online genau dasselbe. Also dort musst du tatsächlich dasselbe machen. Dann Verfügbarkeit und Belastbarkeit. Du bist dafür verantwortlich als Geschäftsinhaber. Also wir sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir unsere Videos und unser Angebot nicht zufällig oder mutwillig zerstören. Ja? Also wenn jemand dafür gezahlt hat, dann müssen wir ihm auch weiterhin den Zugang ermöglichen, auf eine Art und Weise zu diesen Trainings zu kommen, die wir anbieten. Und genau dafür haben wir auch Sorge zu tragen. Also wir können jetzt nicht einfach von der Bildfläche verschwinden, nur weil es uns gerade passt. Ja? Wir müssen das sehr genau durchdokumentieren, gewisse Fristen einführen und so weiter und so fort. Wir müssen schauen, was ist unsere Backup-Strategie, wie schauen wir, dass die User-Daten erhalten bleiben, wie sorgen wir dafür, dass das alles geschützt bleibt und dass die User auch zugreifen können, wenn immer sie wollen. Weil das ist ja das, was wir bieten. Wir bieten ja 24 Stunden Zugang zu unseren Trainings, also müssen unsere Mitglieder auch hineinkommen mit ihrem Passwort und mit ihrem Namen. Das sind Dinge, die wir genauso dokumentieren müssen. Also wir brauchen einen Plan, wie das Ganze abgesichert wird. Und das muss hier mit dokumentiert werden. Ja, das haben wir hier noch nicht herinnen, aber das muss da herein. Jeder einzelne Punkt, der da hereinfällt. Dann Pseudonymisierung, Verschlüsselung. Genauso hat die Natalia auch wunderbar Fragezeichen gemacht. Aber eben, was wird eingesetzt? Was für Technologien werden eingesetzt? Und so weiter.
all diese Dinge musst du herausfinden, die musst du erfragen, eventuell beim Plugin-Hersteller oder bei den Software-Herstellern von den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest und das dann da einsetzen. Und Evaluierungsmaßnahmen, also Datenschutzmanagement. Also du wirst weiterhin viel mit Datenschutz zu tun haben, wenn du mit Daten arbeitest. Das ist einfach unsere Verpflichtung als EU-Bürger und als Unternehmer innerhalb der EU. Und auch wenn du nur einen kleinen Blog hast, du bist mehr oder weniger Unternehmer, zumindest zu einem gewissen Grad, oder Unternehmerin, selbstverständlich. Und wir als Unternehmer und Unternehmerinnen müssen uns darum kümmern, dass wir ein gewisses Datenschutzmanagement führen und dass wir uns weiterhin darum kümmern, was sind die Neuigkeiten, was gibt es zu tun, wie, wenn ich neue Mitarbeiter anstelle, wie kann ich die unterrichten über Datenschutz und so weiter und so fort, damit die dann auch dementsprechend richtig mit den Daten umgehen. Weil, so wie wir ganz am Anfang schon festgestellt haben, im allerersten Tutorial, Datenschutz geht uns alle an und Datenschutz ist ein Grundrecht. So, es ist enorm viel, so wie ich ganz am Anfang erwähnt habe. Es ist ein bisschen schwierig, da einen genauen Überblick zu bekommen, und es ist vor allem schwierig, hier in einer halben Stunde das herzuzeigen, wie er das genau ausfüllt. Aber in Wirklichkeit, einmal begonnen und einmal zu dokumentieren begonnen, wird das Ganze schon nicht mehr so tragisch. Und ihr könnt euch dadurch, ich werde da jetzt kurz umschalten, weil ich kann nämlich umschalten, das ist total toll. Also in Wirklichkeit ist das alles halb so wild, und ihr könnt euch durch diese Listen durcharbeiten, und wenn ihr diese einzelnen Punkte aufgeschrieben habt und erarbeitet habt, was wird wo abgelegt, was muss ich wie behandeln, dann wird euch viel mehr klar werden, und dann müsst ihr das einmal machen. Und auch wenn ihr 50 Websites habt, müsst ihr das ja dann nicht 50 Mal machen, weil ich nehme an, dass ihr, wenn ihr so viele Websites habt, zum Beispiel Affiliate-Nischenseiten oder so, dann werden die alle sehr ähnlich aufgebaut sein, und ihr werdet überall sehr ähnliche Konzepte haben, wie die Seiten aufgebaut sind. Wenn nicht, okay, dann habt ihr wahrscheinlich auch Mitarbeiter, und dann müsst ihr die entsprechend einschulen und das eben aufbauen. Aber wir geben euch diese ganzen Daten, wir geben euch diese ganzen Files, die könnt ihr eins zu eins benutzen. Das Ganze wurde zu einem großen Teil von der WKO vorbereitet, und die Natalia hat das wunderbarerweise schon mit Beispielen befüllt. Ja. Ja, geht's das durch? Das Tutorial bleibt selbstverständlich online. Ihr könnt das so als Stütze nutzen. Ich hoffe, es ist euch eine Stütze. Ja, voll super, dass ihr zugeschaut habt. Was haben wir das nächste Mal noch? Ich muss noch ganz kurz da wieder zurück, um euch das zu zeigen. Was haben wir das nächste Mal noch? Die nächsten Webinare sind Online-Marketing und Tracking. Das wird sehr spannend. Das ist nächste Woche. Das hängt auch ein bisschen mit Google Analytics zusammen, aber Natalia hat sehr viel über Facebook herausgefunden, was ich cool finde. Und dann kommen Messenger und Chatbots in Websites, E-Commerce mit WordPress und Einwilligungen einholen, EntryMat und Cookie-Hinweis, was auch total spannend wird, weil wir auch jemanden mit uns mit jemandem kurzgeschlossen haben, der selbst so ein Plugin entwickelt, gemeinsam mit einer Rechtsanwältin, was sehr spannend ist und auf dem Markt einfach schon sehr viel zu haben ist, weil ein großer Teil unnötig ist, weil er nicht wirklich funktioniert oder nicht wirklich kompatibel ist. Also gerade in WordPress ist es momentan ein bisschen schwer, etwas zu finden. Ich suche selber für das Update von der Masterclass 2 gerade nach wirklich guten Plugins, die auch gut mit dem ganzen System, was wir euch in den Trainings zeigen, zusammenarbeitet, und das wird auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Sonst sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, grandios, danke Natalia für das Herrichten des Ganzen, und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte gebt es weiter. Ja, es hier auf dem in Grow Independent in der Gruppe gibt es jeden Dienstag
Webinare zu, wie funktioniert eigentlich Internet. Momentan haben wir halt noch dieses DSGVO-Thema. Es wird auch wieder spannender, nämlich wie man wirklich Sachen macht, anstatt sich nur rechtlich abzusichern, was ja ziemlich fad ist. Aber gebt es weiter. Wir machen jeden Dienstag ein Webinar. Zumindest ist das das, was wir vorhaben. Und auf unserer Website gibt es diese Webinare auch und auf YouTube. Also ihr könnt dort diese Dinge nachträglich anschauen. Ihr müsst nicht unbedingt in der Gruppe sein, wenn euch das nicht freut. Aber ja, sagt es weiter. Wer würde mich echt freuen. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ich hoffe, ihr sagt zu Natalia Danke, weil eben ich muss ihr die ganze Zeit Danke sagen, weil sie so viel für uns macht und das finde ich grandios und ich wünsche euch eine super Woche und wir sehen uns hoffentlich nächsten Dienstag. Bis dann. Tschüss.